Ja, hallo meine lieben Zuschauer, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play The Crew PvP. Wir sind immer noch in der Mountain States Lobby, immer noch in der gleichen Aufnahmesession wie in der letzten Folge. Wenigstens beenden wir jetzt mittlerweile die Rennen. Das ist schon mal ganz gut. Jetzt wird's voll. Jetzt wird's voll. Was für ein Event kommt jetzt? Die große Entscheidung. Nochmal das Event. Ich glaube, wenn der nichts auswählt, ach verdammt, ich wollte eigentlich gerade überlegt, ob ich ein anderes Auto nehme, aber es ist zu spät. Mini. Was ist denn das für ein Auto? Ach, der Pagani ist das. Lamborghini, Aventador. Lamborghini fahren viele. Ist ein gutes Auto, scheint ein gutes Auto zu sein. Ich habe ihn ja auch. Ja, kam jetzt ein bisschen falsch rüber, aber scheint ein gutes Auto zu sein. Gott sei Dank habe ich ihn auch. So, jetzt ist natürlich sind ein paar mehr auf der Strecke. Wenn ich jetzt nicht wieder so fehle wie in der letzten Folge. Ich kann es immer wieder wiederholen. Ich habe im Moment richtig Bock drauf. Dann diese Easy Racer werden wir jetzt noch Roadtrip, das wird dann parallel kommen. Aufnehmen. Oh, ficken. Was? Und auf einmal doch. Das Problem hatte ich in letzter Zeit häufiger. Verbindungsproblem. Jetzt habe ich natürlich völlig den Start verpennt. Wieso bin ich denn auf einmal letzter, wenn hinter mir noch ein Auto ist? Ich will mein Ziel für dieses Rennen nicht letzter werden. Mein Ziel für dieses Rennen. Wieso schaut da nur noch einer zu? Ah, das wird ein spannendes Dreierrennen. Okay, Gegenverkehr ist ausgestellt, Kollision ist ausgestellt. Der ist mit seinem Mini irgendwo reingeknallt. Obwohl, ich brauche ihn ja nicht ausweichen. Ich will nicht letzter werden. Läuft ja schon mal besser als letzte Runde. Es ist schon so Ziel, ich will nicht letzter werden. Das ist schon. Mein erstes Ziel war, die Rennen zu beenden. Mein nächstes Ziel ist, nicht letzter werden. Davon hat sich einfach einer böse gedreht. Scheiß Mini ist genau bei mir. Haha. Ich habe ein bisschen konservativer gebremst und dafür habe ich eben. Oh, da vorne den Kamera. Und vorbei. Jawohl. Und wir sind nicht letzter, wir sind sogar mal fünfter. Jawohl, noch zwei, drei hinter uns. Finde ich gut. Gefällt mir. Schöne Runde. Ja, man merkt dann, wenn man das letzte Rennen anguckt und das jetzige Rennen anguckt, ich werde dann hier von Runde zu Runde besser. Also ich muss das wirklich jeden Tag spielen, jeden Tag aufnehmen. Vielleicht kriege ich genug Folgen zusammen, dass ich das wirklich. Jetzt habe ich ja auch schon. Eigentlich könnte ich da die Folgen jeden Tag raushauen. Jetzt habe ich schon vier, fünf Folgen zusammen. Wie gesagt, ich bin im Moment echt heiß drauf. Wie gesagt, ich mache es ja nicht um Griff. Die Folgen sind sehr, sehr gut geklickt, muss ich wirklich sagen. Trotz allem. Aber deswegen mache ich es ja nicht. Sonst hätte ich ja allen möglichen Scheiß, sonst würde ich ja die ganze Zeit nur rumfahren. Deswegen, ich mache ja das, worauf ich Bock habe. Und deswegen spiele ich ja so irgendwie wie
Violent Hearts, was schon längere Zeit raus ist, ein bekanntes Spiel. Oder Uncharted 3 habe ich jetzt gespielt. Das spiele ich gerade. Das sind eben Spiele, die nicht so gut geklickt werden. Aber es ist mir letztendlich egal. Und dann mache ich eben mal so Battlefield Conquest klein, was sich eigentlich auch keine Sau anguckt, hat gerade mal, ja, keine Ahnung, ein paar Kommentare, aber noch keine. So, was brauchen wir denn? Death Valley Abstecher, was brauchen wir? Einen Rallye-Wagen brauchen wir ja, dann nehmen wir mal den H1. So, was nehmen wir denn da an? Porsche. Der ist gut. Buggy. Porsche. Chevrolet Silverado. Ford Focus S. Könnte mal den BMW, könnte ich mal als Geländewagen noch, dass ich mal noch einen dritten habe. Noch tun, da brauche ich auch wieder ein bisschen Geld für. Death Valley Abstecher, gewinne das Rennen. Ich habe keinerlei Einfluss auf die Rennen, das entscheidet immer der, der punktemäßig führt. Wenn ich natürlich jetzt stundenlang in der Lobby bin und alle anderen immer aussteigen, führe ich natürlich von Punkten her. Ohne Ende. Okay, Kollision ist aus, das ist gut. Und ich habe völlig das falsche Auto, der ist viel zu schwer. Ich hätte doch den Porsche nehmen sollen. Ich hätte doch den Porsche nehmen sollen, muss ich ihn langfahren. Da oben muss ich lang. Wow, 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 wow. Ich habe den Checkpoint verpasst. Ein interessantes Rennen. Also Ziel ist hier wieder, das Rennen zu beenden und nicht letzter zu werden. In der Reihenfolge. Nur das Feld hier noch sehr, sehr dicht beieinander ist. Die Checkpoints haben wir dann 16. Ah, das wird wehtun. Das wird wehtun. Nein, nein, ein Haus. Da steht ein Haus im Weg. Wer baut denn da sein Haus hin? Verdammte Axt. Kann doch nicht wahr sein. Was Unprofessionelles. Na ja, gut, das, der Hammer ist einfach das falsche Auto für. Der ist einfach zu schwer. Der ist da für das Rennen ist der Hammer zu schwer. Da hätte ich doch den Porsche nehmen sollen. Das Ding wiegt ja auch mal eben 3,5 Tonnen oder so. Hat zwar auch 1000 PS. Oder war das der Performance Porsche, der Performance Hammer? Ich weiß es nicht mehr so genau, aber das Ding ist scheiße schwer. Eine Fraktionsmission habe ich damit relativ gut gewonnen. Okay, aber hier kann ich keinen Blumentopf rausholen mit. Vielleicht wird man noch Fünfter. Wenn man nicht irgendwo Scheiße bauen. Okay, das war's. Mit dem Traum vom nicht letzten Platz. Stein habe ich leider gar nicht gesehen, weil mit der von dem Auto vom Auto verdeckt war. Gut, hinter mir lust aber noch einer noch mehr. Der führende ist schon 1,4 Kilometer weg. Alter Schwede. Die cheaten doch. Das nervt mich immer, dass ich dann immer so vom Gas runtergehen muss. Alter Schwede, nein! Ernsthaft? Jetzt war ich so auf die Rennstrecke konzentriert, dass ich einfach mal. Einfach mal den Checkpoint fast verpasst habe. Ach, das nervt mich gerade. Der ist so schlecht, weil er einfach mal halb nur halb. Okay, tschüss. Nein, der war schon richtig, dass er da abgebogen ist. Ich müsste mal ein bisschen mehr auf die Minimap achten. Gut, beide Ziele werden wahrscheinlich nicht zu erfüllen sein. Also ich werde weder das Rennen beenden können, noch werde ich nicht letzter. Ja.
Meter, 10 Sekunden. Das schaffe ich nicht. Das wird ganz knapp, 500 Meter, das schaffe ich nicht. Schade. Schade. Ah, ganz knapp. Hier wäre es Ziel gewesen. Schade. 3-4 Sekunden. 3-4 Sekunden. Ja, schade, 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 schade. Habe ich schon schade gesagt? Schade. Aber gibt 2 Punkte. Gut. Ich weiß leider gerade gar nicht, wie wir von der Zeit her stehen. Wir machen mal noch ein Rennen. Ich glaube, ein Rennen können wir noch von der Zeit her. Ja, aber ich bin schon von Punkten her auf Platz 4. Ich arbeite mich langsam hoch, aber auch weil ständig neue Spieler ins Rennen reinkommen. Gut, also Rallye ist nicht so mein Ding. Das nächste Mal nehmen wir auch den Porsche dafür. Könnte mal einfach mal ein bisschen Crew machen. So, was hatte er eigentlich für ein Auto? Er hat den Ruf. Er hat den BMW. Den BMW können wir mal dann, wenn die Chevrolet Silverado Ruf. Ford Focus RS. Eventauswahl. Was haben wir denn? Der Drache. McLaren. Warum kann ich das Auto nicht wählen? Dann nehme ich mal den AMG. Mit dem AMG habe ich ganz gutes. Gute Erfahrung gemacht. Keine Zusammenstöße, kein Verkehr. Ach, da unten steht das dann auch immer, okay. Was haben die anderen so? Vielleicht sollte ich den Aventador noch für Performance tunen. Der fährt sich echt gut. Der fährt sich richtig gut, der Aventador. Na gut, der fährt sich nicht so berauschend. Na. Der fährt sich nicht so berauschend. Da brauche ich beim Performance noch ein besseres Auto. Da muss ich noch ein bisschen was machen. Ziel ist wieder ankommen. Ziel ist, oh Gott, wie schnell man vom ersten Platz auf den letzten Platz sacken kann. Jetzt habe ich mir gerade wieder die Nase gejuckt, deswegen habe ich die Kurve verpasst. Ich will ankommen und ich will nicht letzter werden. Das sind so wieder meine Primärziele. Und jetzt bin ich nämlich schon wieder fast letzter. Bin ich letzter? Ich kann gerade nicht. Was ist da denn los? Was war das denn? Die anderen konnten es umfahren und ich bin hängen geblieben. Was war das denn gerade für ein Bug? Was war das denn gerade für ein Scheiß? Hat er das gesehen? Vor wurde eins umgefahren und der Elestra, der hat auch welche umgefahren. Wo fährt er denn da? Mich hat's instant mal von 200 km/h auf 0 km/h runtergetrieben. Ja, nee, da muss ich meinen Aventador mal tun. Das will ich aber jetzt nicht machen, weil dann muss ich nämlich aus der Lobby raus. Keinen Bock jetzt drauf. Jetzt, wie gesagt, nehme ich jetzt ein paar mehr Folgen auf. Vielleicht kann ich so viel aufnehmen, muss ich natürlich heute Nacht noch ein bisschen bearbeiten, dass ich die täglich raushauen kann. Muss nämlich YouTube Money verdienen. Ich will mir nämlich einen Aston Martin kaufen.
genau, kommt mit einem Aston Martin und schreibt dann hinten fett auf der Rückscheibe, sponsored by YouTube Money. Bleibt dran. Okay, ich habe noch eine Trophäe erhalten. Schreibt dann hinten fett auf die Heckscheibe drauf, sponsored by YouTube Money. Gut, dafür brauche ich aber wahrscheinlich auch so viel Abos wie PewDiePie, wie 30 Millionen. Man muss am jeden Tag 10 Videos raushauen und kann mir dann wahrscheinlich nach 10 Jahren das Auto kaufen. Also nie. Irgendwas fiebt hier gerade. Ist das im Spiel oder ist das im Hintergrund bei mir? Ich hab's befürchtet, dass meine Katze schon wieder einen Vogel angeschleppt hat. Irgendwas fiebt hier hinter mir. Okay, komm, das Rennen will ich noch beenden. Das ist jetzt 1,0. Ja, das wird nix. Das wird nix. 500 Meter. Oder? Das wird knapp, das wird knapp, das wird ganz knapp, das wird knapp, das wird knapp. Ah, wir haben es beendet und nicht als letzter. Scheiße, meine Katze hat schon wieder eine Maus angeschleppt. Ach, Maus. Und spielt hier mit der Maus, wenn wir im Zimmer. Ach, Mann. Bist echt eine kleine Killerin, gell? Ja, du brauchst nicht knurren, ich nehme dir nichts weg. Oh, eine kleine Babymaus. Ja, guckt sie mich an mit großen Augen. Die hat eine kleine Babymaus geklaut und die lebt noch. Oh, wartet mal ganz kurz. Da muss ich mal eingreifen. Jetzt ist er rausgerannt. Gut, aber wir machen mal eine kurze Pause hier und ich hoffe, wir sehen uns dann bei der nächsten Folge wieder. Bis dann, ciao!